Ob Greifvögel, Füchse oder Hasen, immer wieder geraten freilebende Wildtiere in Not. Verletzt, verwaist und hilfsbedürftig, die Aufzucht und Rehabilitation bedarf einer Expertise. Und die hat Christian Erdmann. Rund 1800 Tiere pro Jahr werden in der Wildtierstation Hamburg-Schleswig-Holstein aufgenommen, einem Kooperationspartner von Vier Pfoten. Das sind Zaunkönige, Wildschweine, Greifvögel, Störche, viele Singvögel, Eichhörnchen, alles, was draußen rumrennt. Wir haben eine Genehmigung für alle einheimischen Wildtiere, außer für Wölfe und Rotwild. Die können wir einfach nicht unterbringen. Aber der Rest der Tierarten ist uns schon gebracht worden. Ja, es ist sehr umfangreich. Die Auffangstation der Erdmanns liegt vor den Toren Hamburgs bei Elmshorn und hat sich dort seit 2012 als Rehabilitationszentrum für heimische Wildtiere einen Namen gemacht. Mai, Juni, Juli, August und dann wird es wieder weniger. Das sind natürlich die ganzen Jungtiere, die durch den Verlust der Elterntiere dann verwaist sind und zu uns gebracht werden. Da werden die Eltern totgefahren. Und die Kinder machen sich irgendwie aufmerksam, die Rehkitze oder die Vogelkinder. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern setzt Christian Erdmann auf ein erfolgreiches Konzept. Verwaiste, kranke, notleidende Wildtiere werden so naturnah und artgerecht wie möglich gepflegt und auf das eigenständige Leben in freier Natur vorbereitet. Die individuelle Pflege basiert dabei auf 30 Jahren Erfahrung in der Pflege von Wildtieren. Die Auswilderung höchstes Ziel. Es braucht viel Platz für Gehege und Volieren, um den Bedürfnissen der Tiere gerecht zu werden. Durch Privatspenden alleine ließe sich das umfangreiche Projekt nicht finanzieren. Das Haus mit 2,6 Hektar Wald- und Wiesenflächen konnte mit Unterstützung von Vier Pfoten erworben werden. Zum Glück haben wir die Tierschutzorganisation Vier Pfoten kennengelernt. Durch einen Rettungseinsatz für einen Graureiher. Da ist eine enge, freundschaftliche Partnerschaft entstanden. Das ist wunderbar. Vier Pfoten finanziert hier 3/4 dieses Projektes. Aber das Schöne mit der Kooperation mit Vier Pfoten ist diese freundschaftliche Zusammenarbeit. Das ist sehr angenehm. Vier Pfoten unterstützt die Wildtierstation mit über 100.000 Euro im Jahr und packt auch beim Bau von Gehegen mit an. Das Waschbärgehege und die Greifvogelvoliere sind so entstanden. Die Art und Weise, wie die Wildtierstation jedes Jahr Tausende von Tieren aufnimmt, die verletzt worden sind, die verwaist sind, ist fantastisch. Und deswegen unterstützen wir die Wildtierstation gerne. Wir freuen uns, dass die Tiere eine zweite Chance bekommen und wir werden natürlich auch in Zukunft die Station weiterhin unterstützen. Am Tag der offenen Tür ist Vier Pfoten als Kooperationspartner vor Ort, um als internationale Tierschutzorganisation eigene Kampagnen und Projekte vorzustellen. Interessierte können auch an diesem Tag einen Blick hinter die Kulissen werfen. Katharina Erdmann erklärt den Besuchern Wissenswertes über das Leben der Wildtiere und über die Arbeit in der Wildtierstation. Wir züchten keine Tiere, wir verkaufen keine Tiere, wir pflegen die Tiere mit dem Ziel der Auswilderung. Es gibt keine Dauerpatienten, klar gibt es Ausnahmen. Und wir klären die Leute auf. Hilfe für Wildtiere in Not, Aufzucht, Pflege und Rehabilitation, die Chance auf ein eigenständiges Leben in Freiheit für tausende heimische Wildtiere. Die Arbeit der Hamburger Wildtierstation, einem Kooperationspartner von Vier Pfoten.